Die Koreaner drehen durch, ey. Wie geil ist diese Stimmung, ey. Thank you so much. Das kann man gar nicht beschreiben. Das ist so krass. Die Fans singen ja fast ganz alleine den Song. Unfassbar schön. Das gefällt mir. Mir gefällt es, dass das bei Crawling gemacht wird. Mir gefällt es, dass Crawling quasi so einen krassen Stellenwert für die Band hat, dass man das den Fans gibt. Ich mag das. Ich mag das wirklich gerne. Und Emily hat hier eine unfassbar krasse Stimme. Was ist das geil, ey. Was mir hier gefällt, ist, dass sie clean anfängt zu singen und dann in den Schrei übergeht. Und das macht sie wirklich, das meistert sie wirklich mit Bravour. Habt ihr es gehört? Ich liebe solche Spielereien. Geil. Habt ihr gesehen, Alex Vedder hier? Ich glaube, der ist gerade geflasht, wie krass das hier eigentlich ist. Guckt euch das mal an. Ich glaube wirklich, das ist mit das Krasseste, was ich hier jemals von Linkin Park gehört habe. Das ist unfassbar. Da bleibt einem wirklich die Spucke weg. Wenn man die Augen zumacht und dem Ganzen lauscht, das kommt richtig gut. Ich glaube, die ganze Band ist hier wirklich beeindruckt von dieser Kulisse. Wie die da stehen und einfach geflasht sind.
Das gefällt mir. Ich glaube, Crawling hat noch nie so gut geklungen. Übrigens ein schönes Detail, dass sie hier den Arm so hoch streckt. Mir gefällt es. Das ist für mich so eine schöne Anspielung an Chester. Er ist da oben, er guckt, er gibt seinen Segen. Das freut mich. Diese Klingelgeräusche da. Ich weiß nicht, was das für ein Instrument ist. Klingt unfassbar gut. Ich habe mir eingebildet bei einer Reaction, dass man das so eigentlich nicht hört, aber das ist ja Quatsch. Seitdem ich drauf achte, dass das hier im Song ist, höre ich ja fast nur noch das. Geil, gefällt mir. Richtig gut. Mir gefällt es wirklich, wie Emily die Silben betont, wie sie Skin betont, so richtig edgy und gibt dem Song nochmal so einen gewissen Twist. Stimme. Und auch wie Colin hier drummt, geil. Das ist wirklich großartig. Stelle von Mike. Hat mir unfassbar gut gefallen hier die Version.